Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon World mit mir, dem Goro, bei. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So. Wir haben letztes Mal hier diese Bananeninsel gemacht. Die ist wunderbar. Und wir haben hier auch noch den Kreisel. Da sind viele Menschen drin, ne? Die Sachen wirken auf jeden Fall alle. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir nochmal ein Klo hinbauen. Weil in jedem guten Park gibt es haufenweise Klos. Das ist wichtig. Klos sind wichtig, umsonst sind die auch wichtig. 25 Cent nehmen wir überall, ne? Machen wir das da auch gleich mal. Und hier der Freefall Tower. Also jetzt sehen wir es gleich mal, wie es aussieht. Oha. Kann man nicht hier noch einstellen, wie oft? Also Rundenzahl kann man gar nicht einstellen. Zuverlässigkeit ist 90%. Zuverlässigkeit hier nur 81 und von unserer Achterbahn 87%. Alter Schwede. Da ist die Zuverlässigkeit nicht so hoch von unseren Sachen, ne? Der ist ja auch schon oft da kaputt gegangen. Boah. Von den ersten Sachen hier kannst du die Zuverlässigkeit kannst du in die Tonne drücken. 82. Große Toilette geht noch nicht. Ich wollte gerne noch eine zweite Achterbahn bauen. Dann ist die Frage halt, wo bauen wir es hin? Wir haben hier ein halbes Gebiet, was wir noch nicht benutzt haben. Hier wird es aber schwer, einen ganzen Weg lang zu legen. Ich habe auch kurz überlegt, ob wir nicht den Weg dann hier lang legen sollen. Dann kapseln wir den Park aber ab, weil wir haben zurzeit... Erstmal sehe ich, dass wir ein Reinigungsproblem haben irgendwie. Mit unseren Reinigungskräften. Die irgendwie nicht so gerne arbeiten. Öffnen. Ne, drei Stück. Und schon können sie da mal ein bisschen aufräumen. Ne, dass wir da drüben unseren Park erweitern. Aber dann nochmal eine Achterbahn. Wir haben ja hier schon eine. Also muss man das mal gucken. Ob wir das irgendwie hinkriegen. Oder ob wir hier... Ich hatte jetzt auch überlegt, ob wir hier noch eine Achterbahn reinbauen sollen. Also hier in diesem Kreis irgendwie. Und ich glaube auch, dass das die einzige logische Schlussfolgerung ist. Eine bodenlose Achterbahn. Fliegende Achterbahn. Das sind viele Kreisel. Stand-up Coaster hatten wir auch schon mal, ne? Der hat nur nicht so gut funktioniert, wenn ich mich recht entsinne, der Stand-up Coaster. Genau. Standardstation? Nein, wir wollen... Die ist neu, ne? Die ist neu. Gab es ein Update? Dann haben sie so ein paar Sachen reingepatcht. Das wäre ja wunderbar, ne? Wenn sie doch noch etwas für das Spiel tun würden. Okay. Wir bauen da... Ne, noch nicht. Noch nicht. Ich will erstmal gleich die Dinger abstecken. Die Dinger hier schon mal abstecken. Aber das wird halt ein Problem, dass wir hier den Park noch nicht größer gemacht haben. Ich könnte den Park halt vergrößern an... Geld hätte ich halt. Dann hätten wir halt die riesige Fläche hier am Park.
Jetzt habe ich dann auch nicht lange überlegt, sondern ich habe es einfach getan. Ihr kennt das ja, man überlegt dann immer ein bisschen länger, okay, macht das Sinn? Muss ich das jetzt wirklich machen? Und ich habe jetzt einfach mal die Initiative ergriffen. So, ich wollte gerade sagen, der ist jetzt auch im Arsch. Ich will halt irgendwie so einen smoothen Übergang haben. Das ist schon fast nicht smooth genug. Also irgendwie soll er hier gerade sein. Dann kommt hier der smoothe Übergang. Und dann will ich da den Weg irgendwie hinmachen, aber ich bin gerade überlegen, wie wir die am einfachsten machen. Warte mal. Muschelwarteschlange vielleicht? Den größten Teil des Weges könnten sie ja im Prinzip überspringen, wenn da keine Leute sind. Es ist natürlich nicht so gerade, wie man sich das eigentlich erhoffen möchte. Aber ich glaube, es sollte reichen so. Wenn wir dann nochmal den Weg hier. Also. Das funktioniert nicht wegen der Kurve da. Es geht, glaube ich, geht kaum noch behinderter. Mir fallen zumindest nicht viele Spiele ein, die das noch behinderter machen als das hier. Deswegen zufälliger Flieder. Die uns eh nur die Pinken geben. Achso, sah auf der Entfernung nur so aus. Okay. Dann haben wir das gemacht. Dann wollen wir uns mal wieder an die Arbeit machen für die Achterbahn. Die fahren da raus. So. Ganz normal. Und dann geht es hier mal ein bisschen hoch. Ein wenig höher. Mit der 2 können wir hier ein bisschen flippen. Hoppala. Mit der 1 machen wir noch ein Stück höher. Ich will es noch ein Stück höher haben eigentlich. Wenn ich ehrlich bin. Aber es dann irgendwie so, dass das hier halten kann überhaupt, ohne Stützdinger. Und dann geht's steil runter. Steil bergab. Guck mal, wie steil du das alles machen kannst. Das ist krass.
ist 3 denn? Achso, bei 3 kann ich den so drehen, okay. Okay, jetzt kann man auch stützen. Okay. Alter Schwede, was da alles möglich ist mit dem Ding. Oh, oh, oh. So hoch wollte ich das ja eigentlich nicht haben. Achso, jetzt gibt es hier eine Schraube, okay. Wie sieht das dann aus? Geht das überhaupt? Mechanismen? Kettenzug. 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 Auch wieder ein Kettenzug. Hier beschleunigen wir. Und dann bin ich mal gespannt. Wir testen es mal kurz. Ich bin echt gespannt, was das ist. Da stehen sie drin, ne? Wenn man richtig gut ist, kann man die Bahn ja so machen, dass sie halt sehr verknüttelt ist in sich. Das wäre schon gar nicht so schlecht. So, und dann, zack, beschleunigen sie. Zip. Gar nicht so schlecht. Wo fliegt er denn? Ach, da fliegt er. Zip, direkt rein in den Boden. Geschwindigkeit wäre sehr gut. Begeisterung kam da richtig auf. Intensität, auch gut. Übelkeit, sehr hoch. Sehr gut. Irgendwas ist jetzt faul hier. Achso, hier kann man so eine Hügel machen dann. Okay. Die Kurvengeschwindigkeit ist zu hoch. Oha, Leute. Hier geht es ja jetzt noch höher. Ich muss halt irgendwie versuchen, dass ich das wieder gerade hinkriege hier. Ich glaube, ich kriege es nicht gerade hin. Ich glaube, ich muss jeden einzelnen hier irgendwie wieder versuchen, gerade hin zu biegen. Aber ich glaube, egal was ich versuche, ich werde es immer krasser machen. Jetzt ist er total eingeschnürt. Drehen, 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 drehen. So. Okay. Und 4. Okay, jetzt versuchen wir hier gerade wieder was Normales. Okay, es ist echt schwierig gerade mit der Bahn. Delete. Dann irgendwie.
Gut, die Kurvengeschwindigkeit ist zu hoch, ne? Weiß ja nicht mal, woher die kommt. Achso, weil wir das hier so... Okay. Okay, okay. Man muss halt gucken. Wie man das Ganze hier smart regelt. Und dann die 4. Irgendwie so. Ob das jetzt wirklich funktioniert, wir testen's. Ich glaube nämlich, dass die hier zum Beispiel ein bisschen krass ist, aber die sieht schon gar nicht allzu schlecht aus. Man hätte noch ein Looping selber machen können, glaube ich. Boah, die ist schon krass. Auch wenn man das schon sieht, was da alles an Schrägen ist und so. So, jetzt wirst du erstmal in den Sitz gedrückt. Und dann geht's los. Da ist die irgendwo gescheitert. Weil die hier zu krass war. Hier ist die Kurve zu krass. Weil der Drop zu krass ist, ne? Auf den Boden wahrscheinlich. Wenn die so wäre, wäre es, glaube ich, was anderes. Lass es uns gucken. Lass es uns testen. Da fährt sie hoch, ganz normal, alles cool. Da ist es zu krass. Okay. Ungültige Position. So, das wäre jetzt nicht in dem Sinne, aber... Ich glaube, so würde es nicht passieren. Ob das wirklich nicht passiert, das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Haut rein. Ciao.